Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video geht es um eine sehr nährstoffreiche Wildpflanze, die in unserer Region sehr weit verbreitet ist und wenn, dann auch oft in Massen vorkommt. Es geht heute um die Brennnessel, eine alte Heil- und Gemüsepflanze, die in früheren Zeiten wie Spinat zubereitet wurde. Die Brennnessel ist sehr eiweißreich, enthält hochwertiges pflanzliches Eiweiß, viele Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Da ist vor allem zu nennen, oder das sind vor allem zu nennen Eisen, Silizium, Kalium, Calcium, Vitamin A, E und C. Und als Rohköstler wird man ja oft gefragt, wo bekommst du denn dein Eiweiß her? Weil in den Köpfen der meisten Menschen ist immer noch Eiweiß ist gleich Fleisch oder Eiweiß sind Eier oder Eiweiß sind in Milchprodukten enthalten. Aber auch als veganer Rohköstler kann man sich wunderbar mit pflanzlichem Eiweiß versorgen. Es braucht kein tierisches Eiweiß. Ihr habt ja gehört, die Brennnessel ist sehr eiweißreich, wie aber auch viele andere Wildpflanzen. Diese enthalten auch viel Eiweiß und nicht nur die Wildpflanzen, generell die grünen Lebensmittel, auch Mikroalgen wie Chlorella und Spirulina. Dann gibt es die grünblättrigen Sprossen wie Alfalfa und Brokkoli. Die enthalten auch alle sehr viel hochwertiges pflanzliches Eiweiß. Also mit Sprossen, mit Wildkräutern und mit Mikroalgen ist man auf alle Fälle auf der sicheren Seite, wenn es um den Eiweißbedarf geht. Kommen wir zurück zur Brennnessel. Also die Brennnessel ist sehr nährstoffreich, hat eine sehr wohltuende Wirkung auf unseren gesamten Körper. Sie hat eine blutreinigende und entgiftende Wirkung, wirkt auch handreibend und stimuliert das Haarwachstum. Ist auch ein sehr beliebtes Mittel gegen Gicht und Rheuma. Bei der Brennnessel ist die ganze Pflanze verwertbar, also die Blätter, die Stängel, die Blüten und auch die Samen. Die Samen, die sind auch sehr mineralstoffreich und die kann man auch sammeln und trocknen und dann für den Winter als Mineralstoffspender verwenden, über Gerichte oder Salate streuen. Die Brennnessel kann man von März bis Oktober sammeln. Jetzt haben wir hier Mitte September bzw. Anfang Mitte September. Ihr seht, es gibt noch ein paar Wochen, wo man die Brennnessel hier in Hülle und Fülle ernten kann. Ich würde immer empfehlen, junge Blätter zu sammeln. Und wenn man da so seine Sammelstelle hat und immer den obersten Teil der Pflanze entfernt, dann wachsen dort auch neue Blätter nach und dann kann man immer wieder ernten und hat immer wieder junges, frisches Brennnesselgrün. Ein großes Problem an der Brennnesselpflanze, vor allem wenn man sie ernten möchte, sind natürlich die Brennnesselhaare. Die meisten von euch werden wahrscheinlich schon mal damit in Berührung gekommen sein. Dann noch ein kleiner Tipp von mir. Am besten kann man Brennnesseln nach Regen sammeln. Oder wenn es frisch geregnet hat, die ganzen Brennnesselblätter sind noch nass, dann sind nämlich die Nesselhaare unwirksam und dann kann man die Brennnessel sammeln, ohne sich zu verletzen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Brennnesselpflanze in früheren Zeiten wie Spinat zubereitet wurde. Also sie wurde gekocht. Mir persönlich ist es wichtig, Wildkraut im Allgemeinen so frisch wie möglich und so nährstoffreich wie möglich zu essen. Und in diesem Video stelle ich euch 6 Varianten vor, wie ihr die Brennnessel roh und so frisch wie möglich ernten könnt. Los geht's! Das sind wundervolle Exemplare der Gattung Brennnessel. Hier erstreckt sich ein ganzes Meer aus Brennnesselpflanzen, ein grünes Paradies. Und wir schauen uns jetzt mal so eine Brennnesselpflanze kurz etwas genauer an. Nehmen wir gleich die hier. Ihr seht hier die typischen Blätter der Brennnessel. Die Blätter sind herzförmig, allerdings ist die Spitze ganz weit nach unten gezogen, also dann eher schmale Blätter. Und am Rand sind diese Blätter leicht gezahnt. Der Stängel ist vierkantig. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann. So, ich glaube, jetzt kann man es gut sehen, ungefähr die Beschaffenheit des Stängels, also vierkantig. Und das herausstechende Merkmal der Brennnesselpflanze sind ja die Nesselhaare, die sich vor allem auf der Oberseite der Brennnesselblätter befinden und am Stängel. Bei der kleinsten Berührung brechen diese Härchen ab und injizieren ihr Gift dann in die Haut und verursachen dann so schmerzende, juckende Bläschen. Und dieses Gift in diesen Nesselhaaren besteht vor allem aus Histaminen und Ameisensäure. Wird die Brennnessel von unten nach oben gestrichen, dann brechen die Brennnesselhaare, diese Brennhaare nicht ab
Und so kommt es auch zu keinem Juckreiz. Wie sammelt man denn jetzt am besten die Brennnesselpflanze bzw. Teile der Brennnesselpflanze? Am Anfang würde ich auf alle Fälle Handschuhe und eine Schere empfehlen. Mit der behandschuhten Hand nimmt man sich die Pflanze und mit der Schere schneidet man dann den oberen Teil der Pflanze ab. Fortgeschrittene Sammler, so wie ich, pflücken den Teil der obersten Pflanze einfach so ab. Beim Sammeln von Brennnesselblättern bzw. generell von Wildkräutern empfehle ich zur Aufbewahrung eine Papiertüte oder einen Stoffbeutel. Für die ersten beiden Varianten, Brennnesseln roh zu essen, reichen die obersten 4 bis 6 Blätter. Kann man sich eine Handvoll oder zwei Handvoll sammeln, je nachdem, wie viel Brennnessel man verwenden möchte. Kommen wir zur ersten Variante, wie man Brennnesseln roh essen kann. Ich habe jetzt hier einen kleinen Teil der gesammelten Brennnesselblätter auf ein Holzbrett gelegt. Ich habe die Brennnesselblätter ganz kurz mit Wasser abgespült. Und jetzt nimmt man entweder ein Nudelholz oder auch eine gereinigte Flasche. Ich habe das Etikett abgemacht und die Flasche gereinigt. Und jetzt geht man einfach mit der Flasche über diese Brennnesselblätter richtig schön drüber walzen. Und so werden auch die Nesselhaare unschädlich gemacht. Die Brennnesseln stechen jetzt nicht mehr, die Nesselhaare sind alle unschädlich gemacht und jetzt kann man die Brennnessel zum Beispiel kleiner schneiden und für verschiedene Gerichte verwenden, für Salate, für Dips, zusammen mit anderen Zutaten für Füllungen oder man kann sie auch über Eintöpfe und Suppen streuen. Kommen wir zur zweiten Variante, wie man Brennnesseln roh essen kann. Ihr seht, ich habe hier ein Geschirrtuch ausgebreitet. Darauf befinden sich ein paar Brennnesselblätter. Jetzt nehme ich das Tuch so zusammen. Dann habe ich hier eine Schüssel mit gereinigtem Wasser. Da gebe ich die Brennnesseln rein, also das Geschirrtuch mit den Brennnesselblättern und lasse das jetzt circa 5 Minuten einweichen. Bei der ersten Variante habe ich die Brennnesseln nur kurz abgespült und da ist es eben nicht immer gegeben, dass alle Nesselhaare zerstört werden. Wenn die Brennnesselblätter länger dem Wasser ausgesetzt sind, dann werden die Nesselhaare unschädlich gemacht. Das habe ich auch schon im Video erwähnt. Bei Regen oder Nachregen kann man die Brennnesseln sehr gut sammeln. Da wirken die Nesselhaare auch noch nicht. Sobald die Brennnessel dann langsam wieder trocknet, dann wirken auch wieder die Nesselhaare. Und das ist hier eine Möglichkeit, mit Wasser, mit diesem 5 Minuten Wasserbad, die Brennnesselblätter bzw. die Nesselhaare der Brennnesselblätter unschädlich zu machen. Nach den 5 Minuten ringt man das Tuch einfach aus. Und jetzt können die Brennnesselblätter ganz normal in die Hand genommen werden und klein geschnitten oder anderweitig weiterverarbeitet werden. Für die dritte Variante, Brennnesseln roh zu sich zu nehmen, kann man größere Teile der Pflanze mit Stängel nehmen und die kann man dann einfach so abpflücken und dann in einen Stoffbeutel, eine Papiertüte oder einen Korb geben. Wir haben hier einen Stoffbeutel. Und ganz unten gibt es schon die kleineren Brennnesselblätter. Ich habe auch schon ein bisschen wilden Portulak und Girsch gesammelt. Und jetzt gibt es noch die größeren Brennnesselpflanzenteile. Die dritte Variante, Brennnesseln roh zu essen, ist das Entsaften. Ihr seht hier unseren Entsafter, den Edelschuster. Der besteht komplett aus Edelstahl, ist also sehr robust und langlebig. Und dieser Entsafter hier besteht aus 4 Teilen, die sich sehr schnell auf- und abbauen lassen. Der Entsafter verfügt über einen 3 PS starken Motor
und kann bis zu 30% mehr Saft aus dem Entsaftungsgut holen. Wenn man Wildkräuter entsaftet, erhält man nicht so viel Saft. Und wenn man dafür den Angelchooser entsaftet, dann kann man das Maximum aus den Wildkräutern herausholen. Der Angelchooser soll die Fähigkeit haben, wirklich sehr harte Zellwände eben auch von Kräutern aufzubrechen und eben daraus ein Maximum an Nährstoffen gewinnen. Also nicht nur ein Maximum an Saft, sondern auch ein Maximum an Nährstoffen. Also für Gräser, ob das jetzt wildes Wiesengras oder Kulturgras oder Wildkräuter, auch grünblättrige Sprossen, zum Beispiel, vielleicht seht ihr das hier, das sind Rettichsprossen da hinten, das sind Alfalfa-Sprossen, dafür eignet sich der Entsafter auch sehr gut. Also das ist für mich der beste Entsafter für grüne Lebensmittel. Und jetzt zeige ich euch, wie ich mit diesem Entsafter diese Brennnesselteile entsafte. So, jetzt schauen wir uns mal die Auffangschale unter dem Entsafter an. Das ist die Schale, die den Saft auffängt, und das ist die Schale, die den Trester auffängt. Also ihr seht, merkwürdig, es gibt Trester, aber keinen Saft. Das hängt damit zusammen, dass die Brennnessel beim Entsaften Schaum bildet. Wie kann man aus dem Schaum dann einen richtigen Saft herstellen? Am besten ihr verwendet dafür dann noch ein wasserhaltiges Lebensmittel, und ich verwende dafür sehr gern noch Gurke. Also ich mag den Geschmack Brennnessel-Gurke. Dann sieht man dann auch, wenn man die Gurke entsaftet, dann löst sich der Schaum im Entsafter und man bekommt einen schönen dunkelgrünen Wildkräutersaft. Und hier ist der ein wunderbarer grüner Wildkräutersaft, ein Brennnesselsaft mit Gurke mit einer hohen Nährstoffdichte. Für die vierte Variante, Brennnesseln roh zu essen, kann man auch entweder die 4 bis 6 obersten Blätter nehmen oder man pflückt auch einen größeren Teil der Brennnesselpflanze. Die vierte Variante, Brennnesseln roh zu essen, ist das Herstellen eines grünen Smoothies mit Brennnesselblättern. Ihr seht hier ein sehr, sehr einfaches Rezept aus 2 regionalen Zutaten, Brennnesselblättern, ungefähr 2 Handvoll und 2 reife regionale Birnen. Die Birnen, die werde ich jetzt kleiner schneiden und dann mit den Brennnesselblättern und Wasser zu einem schönen grünen Smoothie mixen. Birnenstücke, Brennnesselblätter und Wasser befinden sich jetzt im Mixbehälter meines Hochleistungsmixers. Ich verwende dafür den Vitamix. Dieses Rezept lässt sich natürlich noch verfeinern mit Vanillepulver zum Beispiel oder Zimt oder aber auch mit frischem Ingwer oder frischem Kurkuma. Das Ganze wird jetzt ca. 30 Sekunden kräftig zu einem schönen grünen Smoothie gemixt. Und fertig ist ein wundervoller Wildkräuter-Smoothie mit Brennnesseln. Kommen wir nun zur fünften Variante, Brennnesseln roh zu essen. Und die fünfte und sechste Variante sind die besten Methoden, weil man dann die Blätter ganz, ganz frisch von der Pflanze essen kann. So hat sie noch den höchsten Nährstoffgehalt. Los geht's mit der Variante Nummer 5. Und zwar nimmt man dann das Blatt und klappt das so um. Der Simon macht das hier schon ganz richtig, weil unten sind ja die wenigsten Nesselhaare oder kaum Nesselhaare. Und dann wird das Blatt genauso geklappt. Und die Spitze wird so ein bisschen nach vorn gekippt. Es wird so ein bisschen umgeknickt, genau. Und dann einfach das Blatt kleiner falten. Richtig klein falten und dann ein bisschen drauf rumdrücken, da werden nämlich die Nesselhaare zerstört. Richtig schön noch ein bisschen drücken. Bist du bereit? Kann man die jetzt so essen? Ja, ich denke schon. Okay, dann lass es dir schmecken. Schmeckt nach Brennnessel. Wie schmeckt Brennnessel? Ein bisschen nussig. Pflücken. Ein kleineres Blatt. Ach, du wälzt? Ja. Okay,
Wie soll ich das denn nochmal anfangen? Simon erklärt dir es. So, weil unten keine Stacheln. Ich weiß. Aua. Unten sind die wenigsten. Und Simon, kannst du ihm das beschreiben, was er jetzt machen muss? Also, wenn du deine Brennnessel hast, musst du die erst so falten. Dann so falten. Nummer 3. Und dann so falten, also eigentlich nur die ganze Zeit falten. Meine drauf rumdrücken. Und warum drauf rumdrücken? Damit die Brennnesselhaare kaputt gehen. Die arme Brennnessel, und jetzt? Jetzt kannst du es im Mund stecken und essen. Kommen wir jetzt zur 6. Variante, wie man ein Brennnesselblatt ganz frisch von der Pflanze essen kann. Die Jungs machen es vor. Beide pflücken ein Blatt, natürlich von unten, weil unten befinden sich kaum Nesselhaare. Dann werden diese Blätter... Was machst du, Simon? Du halbierst das Blatt oder knickst es nochmal so zur Hälfte um? Genau. Und dann? Dann wird es gerollt. Und dann wird es zwischen den Handflächen gerollt und damit werden auch die Nesselhaare zerstört und man kann dieses Blatt dann nach kurzer Zeit essen. Der Kleine, der Silas, hat es nicht so mit Wildpflanzen, aber er macht tapfer mit. Rollt sich seine Blätter und isst Brennnesseln. Alle Informationen, die ihr in diesem Video über die Brennnessel gehört habt, die findet ihr auch in meinem neuen E-Book Gesund, Grün, Essen. Darin befindet sich auch ein Kapitel mit den Beschreibungen von 61 Wildpflanzen, Wildkräuter, Baum- und Strauchblätter. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Kapitel, zum Beispiel über das grüne Blattgemüse, über Gartenkräuter, über die Mikroalgen Chlorella und Spirulina, über das Ziehen von Grüngräsern, über das Ziehen von Grünkraut, über das Ziehen von grünblättrigen Sprossen. Viele Informationen, warum grüne Lebensmittel so wichtig für uns sind, und dazu gibt es auch über 100 Rezepte und Inspirationen mit grünen Lebensmitteln. Den Link zu meinem neuen E-Book Gesund, Grün, Essen findet ihr unter dem Video in der Infobox. Mit dem Kauf dieses E-Books unterstützt ihr mein Tun. Herzlichen Dank. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar unter diesem Video, wenn ihr mögt. Wie genießt ihr die Brennnessel? Auch gleich frisch von der Pflanze oder gibt es bestimmte Rezepte, bestimmte Zubereitungen, die ihr mit der Brennnessel sehr schätzt und bevorzugt? Ich freue mich über unseren Austausch, wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, alles Gute, eure Silke.